So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Bros. Wonders. Das letzte Mal haben wir fast alles in Welt 6 gemacht. Es fehlt nicht mehr viel. Ich denke, Welt 6 werden wir in dem Part definitiv abschließen. Wie es mit der Spezialwelt aussieht, mal gucken. Ich glaube, die mache ich ganz zum Schluss. Macht man die ganz zum Schluss oder macht man den Final Boss ganz zum Schluss? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber ich denke, wenn ich das Spiel noch plötzlich irgendwas aus dem Hut zaubert, ne? Dann gehe ich eigentlich davon aus, dass wir nicht mehr allzu viel hier haben. Also 2, 3, 4 Parts maximal. Ich glaube, dann sind wir durch. Wenn ich aber noch länger quatsche, dauert es länger. So, erstmal in die Kampfparty. Oder wenn ein Level einen ganzen Part beansprucht, weil ich es nicht schaffe. Ich weiß ja nicht, was die letzten Level alle so drauf haben, ne? Das ist ja, das kommt ja immer noch dazu. So, wir sind bisher sehr gut gefahren mit der Mischung aus Bohrer und Elefant. Deswegen gucken wir mal, was wir hier so bekommen werden. Na? Okay, das sieht erstmal nach einem Elefanten aus. Oh, shit. Ja, oh ja, komm, das starten wir direkt neu. Das starten wir direkt neu. Das war ja gar nichts. Das war ja gar nichts, gar nichts. Was ich auch schon mal sagen kann, wir werden jetzt am Freitag wieder ein bisschen Dings spielen. Bei die Seifenblasen-Dings könnte hier auch gut sein. Egal. Wir werden ein bisschen Dings spielen. Mein Gott, was... Bisschen Among Us. Also können da auch wieder Parts kommen, natürlich. Und... Genau. Nur schon mal so für die, die das interessiert. So. Neuer Versuch mit dem Elefant. Ach so, ich habe... Oder die Blume. Die Seifenblasenblume. Ich glaube, wir probieren die mal. So, machen wir es mal so. Gucken wir mal, was das bringt. Ja, weil das ist nämlich brutal effektiv, ne? Also zumindest für den Raum ist das schon mal großartig effektiv. Das hätte gar nicht besser laufen können für den Raum. Was jetzt noch kommt, keine Ahnung. Aber für den Raum schon mal super. Ja, hier auch. Also hier definitiv auch die Blume. Großartig. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, easy. Okay. Wow. Bisher ist die Blume großartig. Mal gucken, ob es so bleibt. Wie soll ich da... Was soll ich da tun? Oh boy. Okay, das wird jetzt aber... Oh, Bruder. Da jetzt alles erwischen... Oh, das wird unangenehm. Das wird jetzt richtig unangenehm. Aber welche Blume wäre hierfür besser? Wahrscheinlich der Bohrer. Der Bohrer in Kombination mit der Drehfähigkeit ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Ja, da komme ich nämlich ran. Da komme ich ran. Okay. Wenn ich jetzt nicht schnell genug sein sollte am Ende, dann ist hier der Bohrer effektiv. So, und der letzte Raum... Der letzte Raum. Okay. Definitiv. Ja, scheiße. Ah, das ist jetzt gar nicht gut. Oh, das wird hier.
Ja, okay, ich bin hier draufgegangen. Für den letzten Raum wäre die Seifenblasenblume wieder gut. Okay, also wir bleiben bei Seifenblasenblume und Bohrer. Die Seifenblasenblume war für die ersten zwei Räume großartig. Der Bohrer ist dann für den dritten Raum super und die Seifenblasenblume ist dann wieder für den vierten Raum super. Ich denke, das ist eine großartige Kombination. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Sehr gut. So, wunderbar. Ich darf sie nur nicht verlieren jetzt. Ah. Ja, scheiße. Okay. Das ist jetzt halt nicht so gut. Oh, wo ist denn die letzte? Was? Wo habe ich die jetzt liegen lassen? Oh, scheiße. Mist. Jetzt habe ich sogar die Blume verloren. Das ist... das ist nicht gut. Wir können schon mal den Bohrer ausrüsten. Weil ich den gleich brauche. Gut, ich meine, der Bohrer ist auch okay für das, was kommt, ne? Nein! Oh, das ist nicht gut. Okay, da darf ich nicht... Ja. Da darf ich nicht so blind reingehen. Ah, das war scheiße. Da darf ich nicht so blind reingehen. Sehr gut. Das war ein guter Treffer. Ja. Es sind nur noch die zwei. Nice. Okay. Gut, jetzt muss ich geschickt spielen. Ich muss die von unten erwischen. Ich muss die von unten erwischen. Dann geht's. Genauso nämlich. Na? Ah, wirklich? Ja, sehr schön. Bewegen können sich die Dinger trotzdem, ne? So ist es nicht. Okay. Hoffen wir mal, dass 120 das Ende ist. Mal gucken. 120 könnte ich mir vorstellen. Ich meine, mit den Blumen haben wir schon ziemlich gut... Oh, 100. Oh, Bruder, da muss ich aber richtig schnell werden. Da haben wir schon das Level, was ganz viel Zeit kostet. Ich habe ja noch angekündigt, ne? Wenn wir natürlich ein Level bekommen, was ich erstmal... Da muss ich mir echt was überlegen. Gut, wir haben Zeit verloren. Wir haben böse Zeit verloren, weil ich ja den Bohrer nicht richtig einsetzen konnte, wie ich das vorhatte, ne? Das muss man auch wieder dazu sagen. So, und mit den Blasen im letzten Raum, wenn ich die behalten würde, das wäre halt auch besser. So, ich meine, aber das ist halt schon mal Gold. Das ist halt einfach Gold. So. Sehr schön. Jetzt Blasen behalten. Unbedingt Blasen behalten. So viel dazu. So viel dazu. Nein! Geh weg. Okay. Jetzt Bohrer behalten. Sehr gut. Ich meine, man kann ja trotzdem zusätzlich auch das Ding benutzen. Oh, das lief viel zu stark. Ach, scheiße. Ja, gut.
Aber sehr starke Zeit. 30 Sekunden für den letzten Raum. Das könnte gut laufen. Ja. Yes. Haben wir. Runter und durch. Nice. Großartig. Sehr schön. Aber herausfordernd. Definitiv bisher die schwerste Kampfparty. Huiuiui. Okay. So, aber damit haben wir jetzt wirklich alles hier erstmal gemacht und können dieses Level hier öffnen, richtig? Oh, das ist eine Dings. Oh, und das geht noch weiter, ich sehe das, das führt noch weiter. Das ist jetzt erstmal, genau, das ist der Chat-Antrieb, Abzeichentest. Das geht aber noch weiter, das Level. Wir sind noch nicht fertig in den Magma-Höhlen, das geht noch nach links. Okay. Aber ich glaube nur zu einer Verschnaufpause, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, es geht nur zu einer Verschnaufpause. Okay, das habe ich falsch gemacht. Wie ging das? Hä? Aber ich habe irgendwie vergessen, wie das funktioniert. Warte mal, hä? Hä? Ach, so ging das. Ja. Ich erinnere mich wieder. Das war, ja. Ich erinnere mich wieder, wie es funktioniert. Man kann in der Luft springen mit dem Ding. Ah, ja, okay. Nein, ich... Okay, das könnte ich aber noch retten. Okay, da muss ich ran. Okay, wie komme ich da ran jetzt? Oh, das ist nicht so gut. Ja, okay. Wir haben ja Zeit, ne? Geht ja nicht auf Zeit. Bin wieder nicht gesprungen. Hä? Bruder. Jetzt. Sehr schön. Die Lava steigt. Das war nicht so gut jetzt. Oh, nein, zurück. Oh, nee. Oh, nee. Das ist doch jetzt dumm. Oh, das war fies. Okay, pass auf. Wir müssen nicht neu starten, aber umbringen. Zum Glück geht das. Okay, also lernen, nicht in die Röhre rennen. Das war eine fiese Falle. Ja, sondern in die Röhre. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Bedenken, dass wir jetzt noch die Fahne versauen. Okay.
auch definitiv ein herausfordernder Test. Definitiv ein herausfordernder Test. Bye bye. Yeah, yeah. Alles gut, alles gut. So. Und jetzt geht's nach da. Nein. Oh, hier kommt noch eine ganze Menge. Abzeichentest, Profi, Unsichtbarkeit. Okay, wir sind noch lange nicht durch in der Lavahöhle. Habe ich mir so gedacht. So. So, da haben wir schon mal die erste. Das Ding bewegt sich jetzt, ne? Ja, okay. Da ist die nächste. Sehr gut. So, easy. Gar kein Problem. Und hier rüber. Ah, ich wollte eigentlich gern den kaputt machen. Nice. Da ist die letzte. Perfekt. Dann haben wir alles hier zusammen. Und da ist auch schon die Fahne. Auch perfekt. Sehr schön. Oh, das war doch gar nicht so schlimm. Verglichen mit den anderen Leveln bisher. Die waren deutlich kritischer. So. Okay. Nein. Danke. Sprungfeder 2. Oh, Level 4 jetzt sogar. Jetzt willst du das Spiel aber wissen. Okay. Das ist nicht so gut. Nice. Okay. Oh. Nice. Jetzt nur noch ins Ziel. Das sieht doch alles optimal hier aus bisher. Oh, Bruder. Das wird jetzt interessant. Na? Ah. Alles gut, solange wir nicht sterben. Ich meine, auch das wäre jetzt nicht so schlimm. Wir hatten ja einen Checkpoint gerade, aber es wäre schon schön, das ganze First Try zu schaffen. Okay, so viel dazu. Das war leider kein First Try. Es wäre schon schön, das ganze Second Try zu schaffen. Ah, Bruder. Nein. Ich muss da voll rein. Ich darf nicht zögern. Ja, ich muss voll rein. Und dann passt es automatisch. Uiuiuiui. Das war nochmal ein herausfordernder Sprung am Schluss. Der war nochmal nicht ohne. Der war nochmal nicht ohne. So. Jetzt geht's nochmal nach links. Nein. Ah, hier ist... Okay, hier ist die Spezialwelt. Also ist gar kein Secret Exit, der zur Spezialwelt führt, sondern ganz viele Abzeichentests, die dahin führen. Dann machen wir jetzt gleich mal das letzte normale Spezialwelt-Level, nenne ich es jetzt mal. Weil dann haben wir alle Wege sozusagen gemacht. Magma-Spezial, Tempo-Tempo.
Oh, da sind wir die Kugel. Okay, das wird cool. Kugel cool. Verstehen Sie? Dann kriegen wir jetzt gleich irgendwann die Kugel. Ja, ja, genau. Werden wir sofort zur Kugel. Okay, das kann ich mir jetzt sehr cool vorstellen. Oh. Jawollo. Nice. Die sind Insta-Kill, ne? Wohin jetzt denn? Okay, damit. Ich habe nicht gewusst, wohin ich muss. Muss ich nochmal hingucken, ob ich das genauer sehen kann, wohin ich muss. Das Kritische an den Spezialweltleveln ist halt lediglich, dass man immer alles neu spielen muss, wenn man es verkackt. Ich bin. Wow, okay. Aber so, jetzt mal hingucken. Sieht man, dass man darüber muss? Also, ich habe es nicht wahrgenommen, so richtig. Ich dachte, vielleicht muss ich da hoch. Musste ich leider nicht. Oh, da muss ich rüber. Oh, das ist nicht gut. Aber dann haben wir die jetzt mitgenommen. Ja. Das ist jetzt wieder so eine, ne, die verdient man dadurch, dass man stirbt. Und dann muss man sie nicht mehr holen. Da bin ich ja fast, gereizt, die nochmal zu holen, so als hätte ich sie wirklich geholt. Versteht ihr? Aber andererseits ist es halt vom Spiel so gewollt. So, ne? Sie zählt halt jetzt. Das finde ich nach wie vor ein bisschen komisch. Aber er macht nichts. Oder? Das ist doch schon knapp, ne? Das ist schon echt knapp bemessen. Alter, das ist brutal knapp bemessen. Holy moly. Wenn das nicht perfekt läuft alles, ist das... Okay. Okay. Nein! Bin ich voll reingesprungen. Aber da ist die dritte. Okay, alles klar. Jetzt hole ich die zweite auch nicht mehr. Jetzt hat man gesehen, ich habe es geschafft, ne? So, jetzt fühlt es sich auch verdient an, sie mitzunehmen. Ah, das ist einfach so ein persönliches Ding. Oh, Bruder, Bruder, Bruder. Nein, ich bin... Oh. Den finde ich nach wie vor ein bisschen Blind-Jump-artig, aber ist okay. Mein Gott. So. Sieht die halt gerade so und weiß aber trotzdem nicht, wie es dann weitergeht. Also das... Ah, nee! Das weiß man halt vorher eigentlich nicht, ne? Ha, naja, gut. Dann werden wir Welt 6 vielleicht heute noch nicht abschließen. Nein, ach komm schon. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass jetzt das ganze andere Zeug kommt. Aber hey, es ist ja voll in Ordnung. Das ist ja gar nicht schlecht, wenn da so viel anderes Zeug erst noch kommt. So. Jetzt aber. Nee, Bruder. So.
Den Abschnitt haben wir noch nicht geschafft. Das ist jetzt der Abschnitt, den wir vorhin verkackt haben. Nee, Quatsch. Den hatten wir geschafft. Weil jetzt kommen die Drachen. Genau. Okay, sehr gut. Den haben wir geschafft. Okay, das war's. Boah. Das war herausfordernd. Das war richtig herausfordernd. So, und jetzt geht's hier ins Ziel, ne? Sehr gut. Nur jetzt die Fahne nicht versauen. Nur die Fahne nicht versauen, aber dafür habe ich meinen Drehsprung mitgenommen, dass die auf jeden Fall funktioniert. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was in der Spezialwelt passiert, weil jetzt haben wir alle Level außenrum geschafft. Jetzt haben wir alle Level außenrum geschafft. Jetzt wäre hier Halbfinaltest, Piranha Reprise. Ah, hier siehst du. Ja, okay, ich muss alles schaffen. Die Mitte hier auch noch, Piranha Reprise. Und dann ist da oben sozusagen der Finaltest wahrscheinlich. Ja. Machen wir das vor dem Finalboss? Also wir machen jetzt auf jeden Fall dieses Level. Das ist schon mal klar. Dieses Level machen wir in jedem Fall. Okay, ist hier direkt eine Röhre begehbar? Nein, ich glaube nicht. Die läuft mir einfach hin. Ah, okay, wir sind aber auch direkt wieder in der Verwandlung. Was werden wir? Ach so. Wir werden ein... Ah, okay, das ist so ein Level. Ja, Bruder! Ja, Bruder! Oh Gott, okay, das Level wird... Oh, nee. Das ist vor allem jetzt wieder nervig, weil es halt dieses Scrolling ist und es kann nicht schneller laufen, als wie man es kennt, ne? Das ist halt brutal ungünstig. Es wird halt nicht schneller. Also ja, es soll halt dann so ein Rhythmus-Level sein. Bruder. Okay, da ist die erste. Bruder. Nein! Oh, uiuiui. Jetzt wird mich halt interessieren, muss ich jetzt die ersten nochmal einsammeln? Oder kommt die zweite auch, wenn ich die ersten nicht mehr einsammle? Wir probieren jetzt mal, die nicht einzusammeln, die Dinger hier, na? Weil die haben ja bisher nur die erste lila Münze... Oh, fuck my life. Die haben mir bisher nur die erste lila Münze gebracht. Und waren damit eigentlich gar nicht relevant. Da wäre ich jetzt mal gespannt, ob man die braucht. Wir haben es aber noch nicht rausgefunden. Was kriege ich hier eigentlich, wenn ich mit Pilz reingehe?
Eine Feuerblume wäre ganz cool. Nein, die löse ich nicht aus. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht verlieren wir jetzt aber auch mal nicht gleich unseren Dings. Never mind, ne? So, und jetzt... Ah, okay, da ist die nächste. Gut, also das heißt, ich muss nicht zwingend die ersten nochmal auslösen. Sondern nur die. Und auch nur, bis ich die Münze bekommen habe. Danach passt es praktisch. Nein! Gut, ich habe es verpasst und ich bin eh gestorben. Okay, ich will mal rausfinden, was ich bekomme, wenn ich mit Pilz in das Level starte. Okay, tatsächlich eine Feuerblume. Die könnte schon sehr hilfreich sein. Jetzt habe ich aber den Drehsprung nicht mehr. Muss ich dran denken. Ha? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Keine Feuerblume und kein Drehsprung. Super. Das macht das Ausweichen jetzt halt noch viel schlimmer. Bruder! Boah, weiß ich nicht, was ich lieber... Ich glaube, ich bleibe lieber bei der Pirouette. Die ist so viel hilfreicher. Die Blume verliere ich eh. Nein, 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 nein. Oh, ich hab... Warum verkacke ich das denn auch immer wieder, ne? Jetzt habe ich halt wieder nur den Pilz. Also eben nicht... Habe ich wieder nichts mehr. Ja, ja. Oh. Okay. Ah nee, wollte ich doch gar nicht. Bruder. Wäre schön, einmal am Anfang nicht gleich den Pilz zu verlieren, wirklich. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, soweit hatten wir den Pilz noch nie behalten. Kann es sein? Ja, ich glaube, hier hatten wir den Pilz noch nie. Sehr gut. Muss halt echt vorsichtig spielen. Nein! Oh. Shit. Shit. Jetzt kommen wieder die zwei Ranken. Die zwei Flanken. Ja, genau. Und jetzt kommt der, den ich verpasst hatte vorhin. Ich sterbe aber eh vorher. Gottes Willen. Gibt es das denn? Oh.
Oh, ich mag Scrolling-Level nicht. Wir bleiben gleich hier oben. Das hat immer wieder das Gleiche, Mann. Das ist, nee. Ich fühle diese Art von Level einfach nicht. So, können wir diesmal einfach nicht getroffen werden. Nein. Dich nehme ich mit, Kollege. Ja, Mann. Das war wieder ein vermeidbarer Treffer. Aber wenn wir jetzt die... Oh, nice. Wenn wir die jetzt bekommen, haben wir immerhin den nächsten Abschnitt. Es wird gerade ein bisschen schneller. Okay, wir haben alle Pflanzen. Wie hätte ich jetzt dem ausweichen sollen? Aber das heißt, ich muss nie wieder den zweiten Abschnitt die Dinge auslösen. Das ist Fortschritt. Ich würde das als Fortschritt bezeichnen. Ich würde das durchaus als Fortschritt bezeichnen. Aber dass wir wieder den ganzen Anfang neu spielen müssen, das ist natürlich kein Fortschritt. Oh Gott. Aber ab jetzt geht es nur noch ums Überleben. Ab jetzt ist es nicht mehr relevant, die lila Münzen zu holen. Wir haben alles. Es geht nur noch ums Überleben. Das macht es deutlich angenehmer, aber natürlich dauert es noch genauso lang. Es ist so viel schöner, ohne auf diese ganzen Quatschdinge achten zu müssen. Hallöchen. Das war knapp. So. Und wir sind mit Pilz hier. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß halt nicht, was ich hier... Ich wette, da hinten ist das Ziel. Ich wette, ich habe jetzt einfach komplett gechoked. Ich wette, ich habe gerade komplett gechoked. Und wieder alles von vorne. Ey, wenn ich diesen Drehsprung nicht hätte, na, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Den will ich echt nicht mehr missen, der ist so stark. Bruder, ich dachte, ich falle ins Nichts. Ich dachte, ich bin zu schnell gewesen, ey, das wär's gewesen. Das wär's jetzt wieder gewesen, du. So, hier über alles drüber. Jetzt aufpassen. Jetzt kommen die Dinger hoch. Genau. Und jetzt haben wir es im Prinzip wieder geschafft. So, jetzt einfach nicht den Pilz verlieren, so wie vorhin. Das war so saudämlich, was ich da angestellt habe.
Ja. Kommt hier bitte das Ziel. Kommt hier bitte das Ziel jetzt gleich. Oh, yes. Einfach nur das Ziel. Keine Gegner mehr. Nichts mehr. We did it. Oh my goodness. Okay. Dann war das nochmal ein vorbereitender Part. Wir haben weder Welt 6 abgeschlossen, noch die Spezialwelt, noch das finale Bowser-Level gespielt. Aber wir haben alles vorbereitet. Nächstes Mal Finale der Spezialwelt und mal gucken, ob das den ganzen Part in Anspruch nimmt. Ich weiß ja nicht, wie schwer das Level wird. Aber jetzt können wir nämlich da hoch. So sieht's aus. Ja. Und das ist jetzt Finaltest ewiges Wunder. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es vor dem Finalboss machen sollte oder nicht. Wir machen es auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.